von seiner Einzigkeit her der Autos wird es auch so schnell nicht ein Museum geben, was so viele verschiedene Autos hat. Und das war ja, das ist ja der ganze Punkt daran. Ich bin eine Zeit lang durch alle Museen in Deutschland gefahren und gehe durch und die haben alle eins gemeinsam. Sie machen Themen. Ja. Bei. Vorkrieg, Nachkrieg, dies, das, jenes. Und was ich merke ist, erste Vorkrieg, zweite Vorkrieg, das Hirn macht, I got it. So, und was du hier hast, das merke ich auch, wenn ich mit Leuten durchgehe, das Hirn macht, ach, E36, weißt du noch so und so. Oh, ES200, schnellste Auto 0-100. Das sind immer neue Impulse, ja, 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 die du von Auto zu Auto hast, immer wieder und immer wieder. Wie ist das bei solchen Autos? Suchst du dir die zusammen oder kommen die Leute auf dich zu? Nein, nein. Wahrscheinlich, die kommen wahrscheinlich auch alle an, hier kannst du Auto haben und so weiter. Ja, das ist komplett explodiert. Also wir haben das Pace-Fach bei Instagram, gehen wir gleich in den Keller. Ja. Das ist... Habt ihr schon ein bisschen Material zusammen? Für 100 Jahre? Okay, das erklären wir unten. Ich wollte nämlich gerade schon was zu sagen, was ich besonders cool finde. Eine Sache muss ich mir noch sagen. Sind die damals, du bist ja ein paar Jahre älter als ich immerhin, sind die wirklich so tief in der STW gefahren? Noch tiefer, ne? Deutlich tiefer. Krass. Autos hochgeschraubt. Dann muss man aber jetzt auch zur Verteidigung einfach sagen, dann habe ich vollstes Verständnis dafür, dass so in unserer Generation man so ein tiefes Auto so haben wollte, weil das war ja damals eigentlich schnell. So. Ja, ja, klar. So, das war einfach Maß der Dinge für ein schnelles Straßenauto, ne? Ja, mit einem, die sind ja mit limitierten Lenkwinkel. Das siehst du auch gleich bei dem A4, wie zerballert die Kurvenflügel sind. Also die Autos, das Thema STW spielt ja schon ein bisschen, ne? Das, der A4, dann der Paulaner. Das sind halt alles Autos, die schon so eine Thematik sprechen. Aber guck dir mal an, wie der Audi steht vorne. Ja. Weißt Bescheid. Ja. Street Legal. Street Legal. Ja, krass. So, und der kann gar nicht lenken. Ne? Der kann lenken für seinen Renneinsatz. Aber die Aerodynamik ist so wichtig, dass das Auto halt funktioniert, weil in den Klassen waren die Autos vom Reglement so eng beieinander, dass du mit allen Waffen kämpfen musstest. Auch so komplett konträr zu jetzt. Große Felge, dünner Slick so, ne? Ja, das war Reglement. Ne? Ja. Das musste so gefahren werden. Aber schönes Auto, ne? Das Originalauto von Bier? Ja, das Originalauto von Bier. Alle Autos, die hier sind, sind original und alle Autos, die hier sind, sind voll. Das war mir ganz wichtig, weil ich wollte nicht ein Museum machen mit Dummies, ne? Wie so ein Formel-1-Auto, was einfach leer ist und das ist so eine Plastikhülle. Sondern alle Autos, die hier sind, sind komplett. Jetzt muss ich mal fragen, 25 Autos, das sind alles Autos? Aber das ist die kleine Aufstattung, ne? Also schon klar, aber das sind ja alles Autos, wo der emotionale Wert noch höher ist als eigentlich der finanzielle Wert. Ja, klar. Was geht denn dein Kopf davor, wenn du abends hier abschließst? Ja. Weil das ist ja schon eine gewisse Verantwortung. Weil stell dir mal vor, du musst hier Audi anrufen und sagen, dein Auto ist weg. Also vom Schutz her sind wir sehr gut dabei. Kostet auch einen Haufen Geld. Und das ist auch einer der teuersten Faktoren momentan, obwohl wir keine Einnahmen haben. Weil schützen musst du es trotzdem. Das ist nämlich ein Punkt, wo ich darauf hinaus will. Es ist einfach so, ein Auto kann man sich mal hinstellen und kann so ein bisschen, ich sag jetzt mal einfach, ein Auge zudrücken. So, ne? Und wird schon gut gehen. So, kannst auch am Messe mal machen. So, ne? Aber wenn ihr wirklich jeden Tag offen ist, ne? Es kann ja immer mal irgendwas irgendwie passieren halt. Ne? Total. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich wollte den Leuten auch, das ist auf der oberen Etage ja noch schlimmer, ich wollte ihnen halt direkt am Anfang auch Autos zeigen, die sie vielleicht nie wiedersehen in ihrem Leben. Ja, also auf die Autos gehen wir jetzt heute nicht noch ein, würde ich sagen, oder? Weil das ist ja eigentlich was, das können sich Leute sich ja dann noch angucken. Also wenn du ein richtiges Highlight hast, dann immer raushauen. Alles Highlights. Alle Highlights. Ja, aber das ist doch jetzt hier noch die. So? Nee, das ist Fahrwürde, ja. Echt? Ja, das ist Fahrwürde. Man merkt, ich bin zu jung. Die brauchen ja nicht mehr. Da ist ja jeder Airride-Fahrer neidisch drauf. Ja, ja, klar. Okay, aber er geht natürlich auch viel her, ne? Also der Vectra macht natürlich dafür gemacht. Ja. Highlight für mich zum Beispiel sind zwei Sättel. Das sehe ich ja jetzt erst. Krass. Das ist so gefahren? Ja, cool, ne? Die Leute, die hier durchgehen auf ihrem iPad, sehen von dir ein Video. Zu jedem Auto. Genau, also die haben das iPad, können die Etage entscheiden. Wenn sie auf der Etage sind, können sie dann sehen, ah, hier ist der Vectra. Dann kriege ich auf den Vectra drauf, dann sind da zwei Videos. Einmal ein Line-Video und einmal ein Tiefus von der Technik. Aber was für mich die Faszination war, du hast die Kopfhörer auf, hörst mich also sehr klar ohne Störgeräusche. Also nicht die kleinen Lautsprecher aus dem iPad, sondern du hörst mich direkt. Und dann siehst du mich ja hier, aber du siehst mich ja hier. Ja, das heißt, ich glaube, das Hirn wird verschmelzen einfach, okay, ich sehe das ja und Jean-Pierre steht ja da. Aber nur hier drin. Und wenn ich rumgehe, glaube ich, wirst du intuitiv mit rumgehen. Weil du immer noch auch echt sehen willst. Die Leute sich so alle so andrempeln. Ja, genau. Aber das habe ich auch gemerkt. Aber die starten nicht alle gleichzeitig ihr Video. Ja. Das heißt, die gehen ja in Etappen dann rum. Ja, klar. Wenn man zum Beispiel über die Gurney-Flap redet, bin ich 100% bei dir. Die Leute werden zählen. Ich glaube auch, dass es hier so ein Punkt ist, da du ja schon so viel Technik immer erklärst,
ich bin gespannt auf die Quote, wie viele Leute es sich wirklich mit Kopfhörern angucken, weil ich glaube schon, dass der Reiz recht groß ist, hier was zu lernen. Total. Das glaube ich schon. Dann sagen manche Leute, ja, VR-Brille ist doch viel besser, aber das ist so eine typische Quatschaussage. Mhm. Wir sollen alle mit so einer, erstmal die Kosten, dann sollen alle mit so einer Brille rumgehen und ist es dann wirklich besser, weil wenn du die VR-Brille hast, dann ist ja der Punkt, dann brauchst du doch nicht hinstellen. Ne? Also das ist ja der Punkt. Gibt es vielleicht eine Funktion, die mir gerade noch einfällt, die cool sein könnte, weil wir ja so ein Community-Ding haben, dass man sich zusammen sowas anguckt? Also, dass sie gekoppelt sind? Dass wenn ich auf Stopp drücke, bei dir auch Stopp ist, dass die Leute sich so unterhalten können? Guter Punkt. So, weißt du, so wenn sie sich über die Flap unterhalten wollen? Nee. Konzipiert ist es halt, deswegen auch für jede Etage gebe ich auch Musikvorschläge vor, dass wenn du einfach nur gehst. Weil ich bin der Meinung, mit Kopfhörern Musik hören, die Autos angucken, ist ein viel tieferer emotionaler Punkt, wie ein Carporn, den du aber in deinem eigenen Kopf machst, als wenn du es punktuell die Kopfhörer aufsetzt und nur dieses Ding, diese Moderation hörst von dem Erklären. Und deswegen wollte ich es eigentlich von der Konzeption, dass wenn du hier reingehst, dass du dein Ding machst. Mhm. Ne, du für dich, dein Kollege ist da hinten an dem Hyundai, aber du machst dein Ding. Verstehe. Das war mein Wunsch. Ja, ja. Und wenn das Video nämlich vorbei ist, dass du wieder die Musik hörst. Ja. Nee, weil ich kenne das so als Beispiel, wenn Marius und ich hier reinlaufen würden, wir würden sofort nach 3 Minuten stoppen. Alter, was ist das gewesen, oder? Alter, war der echt so tief und so weiter. Mhm. So, der Punkt. So. Ja. Ja, heftig. Aber kann man ja. Kann man ja stoppen. Das heißt aber, du musst jetzt logischerweise... Aber ganz kurz, bei der App, wenn ich mit Leuten darüber rede, die meisten gehen immer so drüber hinweg, aber die Kosten... Ist brutal. Diese App entwickeln, die Pads kaufen, die Kopfhörer, die Reinigung für die Kopfhörer. Also allein die Entwicklung von dieser App. Dann der Punkt, wo ich gerade darauf hinaus wollte, ist die Pflege fortwährend. Weil das heißt, du hast dich jetzt ja eigentlich dazu verpflichtet, jedes Auto, was hier reinkommt, musst du immer ein Video zu machen. Exakt. So, und das ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Weil... Für mich aber schön. Klar, definitiv, aber es ist halt schon eine Verpflichtung gegenüber den anderen 1000 Verpflichtungen, die du hast. Total, aber das ist ja auch der Punkt, warum der Eintritt ja auch bezahlt wird. Und ich denke, die Leute verstehen das schon, aber das kostet alles sehr viel Geld. Ne? Zeit, Aufwand, Geld, Ressourcen. Genau. Ja, über Autos reden wir nicht. Nee. Außer du hast irgendwas ganz... Nein. Ich könnte dich totquatschen von dem. Sonst machen wir Teil 1 bis 8 raus. Können wir natürlich auch raus. Nein. Wir gucken jetzt hier noch ein bisschen, dann gehen wir hoch. So, weil wenn du irgendwelche Highlights siehst, so mit 2 Sitzen und so, aber das will ich auch den Zuschauern einfach nicht vorwegnehmen. Nein, wir sollen jetzt ja nicht das Video gucken, um das Museum zu sehen. das hast du ja gesagt, auf Originalauto. Ja, das sind auch alles volle Autos. Weil viele denken, ja, den habe ich mal in einem anderen Museum gesehen. Glaub mir, die sind meistens leer. Ja. Ne? Also der ist gefüllt. Volle Autos sind ganz wichtig, weil dann kann man mal kurz zur Lassisee rüberfahren. Ja. Würde technisch gehen. Oben steht noch einer, der auch ganz lustig wäre. Da. Welches Auto würdest du von allen für die Lassisee nehmen? Welches würdest du am meisten reizen? Boah. Ich glaube, die STW-Autos kommen vom Lenkwinkel nicht rum. Am meisten reizen alle und keins. Also kein. Doch, der Imsa. Imsa, ne? Ja, der wäre schon. Alleine, weil man da diese ganzen Videos kennt. Ne? Wieso? Unglaublich. So, dann auch extrem cool, dass tatsächlich auch mal Motoren stehen, offen, wo du auch mal ran kannst, genau. Und mal wirklich, übertrieben gesagt, anfingern, soll natürlich keiner machen, soll keiner anfassen, aber man sieht immer was. Genau, und da möchte ich einen Test machen auf meine Kappe, wie viel Vertrauen können wir denn da aufbauen, weil ich möchte ja hier den Leuten was geben, was es sonst so nicht gibt. Mhm. Das heißt, ich möchte schon, dass du so machst, aber anfassen heißt, egal wie cool du in deiner Gang bist und wie bossig du dich fühlst, anfassen ist nein, weil es ist nicht deins und es ist sehr, sehr selten und sehr, sehr kostenintensiv. Das heißt, nichts anfassen, aber nutz doch und sei doch dankbar für die Chance, dass ich mir das so angucken kann, statt so, weißt du, so, dass du so drauf zeigen kannst. Ja, das ist schon was anderes, ja. Genau, du kannst hier sehen, diese inkunelle Schraube, also alles ist ja sehr, sehr besonders. Weil ich könnte mich jetzt alleine schon an dem Motor wieder verlieren. Voll, ich auch, das ist der Motor. Genau, ich weiß jetzt, also ich wusste es nicht, als ich das erste Mal hier war, hast du mir erklärt, was es ist. Heftig. Das ist wirklich heftig. Heftig. Alleine auch so. Liegend. Genau, wo hat man schon mal einen Vierzylinder liegen gesehen. Und warum er auch liegt. Ja. Und all diese Einzelheiten. Und zieht euch bitte mal von damals einfach dieses Motorsteuergerät. Und das kann gar nichts. Das hat wahrscheinlich 4 Bits oder so und konnte halt gar nichts. Ne? Richtig. Aber das ist halt auch hier. Ne? Ja, eine Warnung auf einem Blow-off-Ventil, das ist schon Boston. Aber die sind ja damals auch unheimlich Druck gefahren. Ne? Ja. BMW Formel 1. Ja, da könnte man sehr lange drüber reden. Definitiv. Cool. Auch hier. Einen letzten Punkt. Wie immer der letzte Punkt. Drosselklappe vor dem Turbolader. Das ist halt auch schon... Aber hatte der TRG-Motor auch... Das war früher... In der
Formel-1-Zeit, war das schon nicht so unnormal. Mich wundert, dass du das noch gar nicht so gebaut hast. Denn du bist ja eigentlich auch so für so krasse Sachen immer mal so zu haben. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, wenn da, ich glaube, im Schublass, also wenn du nicht immer auf Vollgas fährst, kann das, glaube ich, die ganz schönen Sachen weghauen. Mhm. Obwohl eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es auch besser. Weil es ist halt irgendwie so von der Art her, denkt man sich, jetzt versucht man den Motor durch den Turbolader zu drosseln, indem man die Klappe zumachen will. Mhm. Aber guck mal, das Steuergerät weiß, in welcher Position die Drosselklappe sitzt. Guck mal, wie groß der ist. Ja. Ne? Und auch hier zwei Federn. Ja. Ja. Und hier oben auch nochmal. Ja, wir gehen mal hoch. Okay, jetzt gehen wir in den schönsten Bereich. Bis jetzt, bis die Autos von euch kommen. Ah, das wird hell. Ja, sehr hell. Jetzt haben wir natürlich auch eine perfekte Tageszeit für die, ne? Ja. Gereinigt den Ort gerade. Ja. Das Ding sieht halt einfach auch immer so krass aus. Ja, also hier oben ist schon... Hat es in sich. Ja, wirklich. Jetzt geht die Sonne da leider gerade, ein Tick zu spät sind wir. Aber es sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus? Ja. Okay. Maxi freut sich schon auf den. Ja, ich habe schon ein Lächeln gerade im Gesicht. Maxi ist schon ein bisschen aufgeregt, weil er weiß ja, dass du ja schon den Porn vorgelegt hast, ne? Oh! Daran brauche ich mich nicht messen. Also ich müsste mich daran messen, aber ich weiß, dass ich das. Also das war ein Brett, das Ding. Das war wirklich. Wie kamst du auf die Idee, eine Ebene schwarz, eine weiß? Kontrast und vor allen Dingen, weil das Gebäude so hoch ist und mit dem Licht hier oben steht, ist es wie der Himmel. Und das Gebäude hier muss man leider auch in zwei Phasen sehen. Mhm. Man muss es einmal bei Nacht besuchen und man muss es bei Tag besuchen, weil es sind dann zwei unterschiedliche Museen. Und ich finde halt weiß und dann auch die dunkle Etage, und schwarz wollte ich nicht machen, finde ich sehr toll, weil es wirklich die Farbe des Autos ganz, ganz klar zeigt. Und deswegen auch die weißen Podeste, die weiß beleuchtet sind. Deswegen bin ich in 959 Gruppe B auch so geil, weil er so hart... Alles weiß ist. Ja, das ist so ein super, super Beispiel. Super Beispiel dafür. Man geht 4 Meter hoch, gefühlt ist man es in der Ebene gleich 20 Meter höher. Ne? Ja. Irgendwie durch dieses Weiß von unten denkt man so, man... Es ist aber auch hoch. Man schwebt hier so durch, ne? Das ist schon realistisch. Ja, das ist ein Auto, für das ich sehe. Bin ich auch gefahren? Ja, das war. Deswegen stimmt, das heißt eigentlich eins bist du ja sogar schon gefahren. Ja. Aus von den Autos hier. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Autos nicht. Okay, was denkst du, wäre das schnellste Auto hier auf der Lattisee? Ich frage mal so. Lenkwinkel. Die Leute unterschätzen, wie eng die Lattisee rumgeht. Das wird was sein, was man nicht denkt. Es wird ein Auto sein. Also es wird nicht sowas sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass das Ette hier unten bei der, wenn du die Forellengasse durchkommst links, da kommt er nicht durch. Weil er gar nicht so weit einlegt. Oder mit dem Gasstoß, dass du den irgendwie so ein bisschen rüber einziehen musst, schubst. Ja. Aber so ein Auto, ja doch, er wird wahrscheinlich der schnellste sein. Das kann ich mir schon vorstellen, weil wenn du die gerade durchhämmerst, ist er einfach innerhalb von 1,8 Sekunden einfach am Ende der Gerade angekommen. Ne? Besser im Außen. Ja. Aber ist alles geplant. Wenn Corona nicht wäre, hätten wir schon tolle Videos gesehen, kann ich schon mal versprechen. Ich passe rein. Geht. Geht. Wenn ihr den Kurs aussuchen dürftest, wo du mitfahren dürftest? Lieblingskurs? Ascari. Muss man dann aber schon richtig Eier haben in dem Ding, ne? Ascari ist schon, das ist schon England, ja. Nee, Hockenheim wäre einfacher. Bist du schon mal so richtig in diese Aerodynamik reingefahren? Ja, Ding so richtig. Ist das wirklich so krass, wie man sagt? Voll. Du merkst es ein bisschen im Lenkrad, ne, dass es alles so ein bisschen leichter wird. Aber das Auto macht einfach Sachen, wo du den Kopf, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, so fährst du eigentlich kein Auto mehr. Weil dein Autohirn sagt dir ja, okay, das ist so das Grip-Level, dann quietscht das vor und dann merke ich so, dass da so ein bisschen was rutscht. Und auf einmal, wenn du ein gewisses Tempo erreichst, machst du... Und da sind auch so Sachen wie Gaslupfen, sorgen ja dafür, dass das Auto eine Verlagerung macht. Das heißt, wenn du den Timo Bernhard hörst und er geht aus dem Gas raus, dann ist das auch, weil er die Aero und die Gewichtsverteilung ein bisschen machen will. Weil wenn das Rad sich so schnell vorne dreht und du willst bei 100 oder bei 240 in eine Kurve reinlegen, wo ja jedes Hirn eigentlich sagt, nee, ist nicht, musst du entweder einen kurzen Bremsbefehl oder eine kurze Entlastung machen, dass du vorne die Last auch drauf kriegst. Ich meine, da ist natürlich auch viel Last vorne drauf, bei 240 drückt die Aero natürlich auch. Aber es gibt auch Punkte, wo dieser kleine Bremskontakter oder dieser kleine Anbremser das Auto einnicken so lässt. Verändert. Aber ist definitiv so, kann man sagen, dass Aerodynamik, dass man das sofort spürt. Bei dem Auto bin ich auch nicht gefahren, aber verfickte Scheiße, ja. Krass. Guck mal, wenn du die Runde machst, die Runde, wo Timo Bernhard den Rundenrekord auf Nordschleife fährst. Ey, du bist ja komplett gaga. Du bist Nordschleife schon gefahren? Nee, noch nie. Ach so. Das ist für mich... Ich finde es im Video schon krass. Ich weiß ja, wenn es im Video krass ist, dann ist das live. Dann hast du keine Vorstellung. Du guckst diese, ich bin 3 Jahre VLN gefahren, ich bin hunderte Runden gefahren und dann ist eine Ecke... Wo ich jetzt als Beispiel fiktiv sage, ich sage, okay, da fahre ich 140. Dann fährt der einfach 230. Ja, das meine ich. So, und dann macht mein Hirn macht einfach so.
boom. Und du sagst einfach, hä? Ja. Wie denn? Oder halt so diese Passagen, wo so ein Ding dann halt 300 Mal eben durchpumpt. Genau, und ich glaube, Topspeed war 370 oder so, glaube ich, sogar oder so in dem Dreh. Ne? Überleg mal. Ja, also vollkommen geisteskrank. Und das ist aber nicht der Evo, sondern das ist die normale Version. Ja, und ich denke, den Evo werden wir auch nochmal hinstellen, aber das ist ja, darauf basiert der Evo. Wo du sagst, hinstellen, was in deinem Kopf, wie lange bleiben die Autos hier stehen? 6 Monate war die Grundkonzeption. Ja. Also nach Eröffnung immer ein halbes Jahr? Genau. Mhm. Ja, da haben wir jetzt leider einen kleinen Platten. Den geht sich da so gut vorne links. Allerdings, zu dem Auto, meinst du jetzt, was? Das ist eigentlich ein krasses Auto, oder? Brutal. So, ne? Das ist eigentlich. Brutal. Dieses Drittvideo, was ich gemacht habe bei Opel auf dem Werksgelände, war ja die Idee, das oder der Manta. Da habe ich erstmal den Manta genommen, aber damit machen wir auch noch was. Ist geplant für diesen Sommer. Opel Power. Ist halt Pott. Passt halt hier voll. Ja, für mich das besonderste Auto in der ganzen Ausstellung. Irgendwie hat Audi das mit dem 5-Zylinder einfach geschafft, ne? So. Feiert einfach jeder, ist irgendwie für jeden irgendwie sowas. Es ist für mich das. Ich hab nicht gedacht, dass er hinkommt. Das ist ja mein Traum, aber ich habe nicht gedacht, dass das geht. Manchmal werden Träume. Wow. Auf jeden Fall. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch die Generation von Fahrern damals war, so mit Walter, Earl und so weiter, dass deswegen, weil die Fahrer auch so beliebt cool waren, so deswegen auch die ganze Technik, das Auto und so weiter so beliebt wurde. Ne? Geräuschkulisse. Ja klar, 15 da. Und dass das Verrückte ist, wenn du diese Aufnahmen siehst, Phil, das ist das Auto. Ja. Das Auto, wo wir gefeiert haben, wenn man diese Aufnahmen reinschaltet, wenn die da in Long Beach diese Passage langfahren, hinter den Corvettes oder vor den Corvettes her, dann ist es das Auto. Ja. Und darauf komme ich einfach nicht klar. Aber der müsste ja Lassie sehr eigentlich gut gehen. Das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er das kann. Weil die sind ja schon ein paar innere Parcours darüber gefahren. Ne? Ja, das ist natürlich auch mega geil. Der ist auch komplett. Bist du schon mal Formel 1 auch gefahren? Nur Formel E. Aber hier kann man natürlich auch im Video super viel drüber reden und sehr viel Informationen auch vom BMW holen. Weil wenn man sich wirklich mal verliert in der Entlüftung vom Heck, also wie viele Details und wie viele Kleinigkeiten dann dort da dran sind. Aber das ist ja genau deine Baustelle eigentlich, ne? Formel 1. Aber es ist echt krass, wie klein dieses Fahrzeug im Vergleich ist, wie groß die jetzigen sind schon. Die jetzigen sind ungefähr bis hier. Ja. Das ist deutlich länger geworden vom Radstand. Aber ich finde auch die jetzigen aktuellen. Jetzt die ganz neuen sollen ja sehr gut aussehen, aber die 2020 Autos fand ich sehr hässlich. Weil ich fand hässlich, dass sie so lange gerade diese Flosse so, ne? Ja, die Proportionen sind nicht mehr so schön wie früher, finde ich. Alter, 12, 16 mal 13. Jetzt musst du aufpassen, dass ich die falsch dran stecke. Tja, Wahnsinn. Aber was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, sind einfach 605 Kilogramm. Und das sogar wahrscheinlich mit ein bisschen Zusatzgewicht schon. Kann sogar sein. Dass sie schon ein bisschen so austariert haben, ne? 605 Kilogramm. Ja. Um Gottes Willen. Kannst du dir das vorstellen? Du bewegst etwas mit 750 PS sauber. Ja. Und das wiegt 605 Kilogramm? Ja, das muss einfach. Weißt du, wir rechnen immer, 1200 Kilo, 1200 PS. Okay, cool. Ja. Nein. Das ganze Ding ist von vornherein. Die Physik spielt ja trotzdem mit. Es sind aber nur 605 Kilo. Ja. Das ist die Hälfte von 1200. Und es sind Motoren, die richtig funktionieren. So, ne, wo wirklich so richtig, richtig reintreten, los. Ah, so. Die brauchen auch ihr Fenster. Ja, klar, keine Frage, dass so ein 12.000 Drehungsmotor erstmal so 7 oder so braucht. Ja. Im Leerlauf. Ganz kurz. Zu deinen 12. Okay. Sag ich ein bisschen. War ich ein paar Jahre zurück. Nee, das ging ja hin und her. 2,4 Liter Sauger. Ne? Normalerweise sagt man ja so beim Sauger, wenn du beim Sauger 100 PS pro Liter hast. Ne? Nee, das haben sie ja echt in der Industrie ganz gut geschafft. So, dann wären wir bei 240 PS. Das war ja so R8 Zeiten und so weiter. Dann müsst ihr, dann lass es 120 sein. Aber nicht 250. 200, ne? Krass, ne? So, ne? Nee, noch mehr. Noch mehr? 300. 300. Aber hält auch noch von hier bis zur Ecke, ne? Ja, okay, 19.000. Ne? Kann man gleich schon wieder fast sagen, doppelte Drehzahl, doppelter Hubraum. Ja. Ja, aber früher war das ja mit den Motoren auch noch anders. Da durften ja viel mehr Motoren verwenden. Jetzt müssen ja mit einem Motor, glaube ich, 3 Rennen fahren oder sowas. Kann sein, ja. Ich bin aber auch nicht mehr so drin. Ich finde die Formel 1 nicht mehr so attraktiv. Aber die letzte Saison war richtig gut, wirklich. Die war wirklich gut. Ja? Die war spannender. Okay. Ja, komm, sollen wir Fahrstuhl fahren? Dann fahren wir in den Keller. Jetzt sind wir eigentlich auf der wichtigsten Etage von allen. Das ist der Bereich, wo nachher die Autos der ganzen Leute stehen. Das heißt, hier die Bewerbung, die ja schon in sehr, sehr großem Stil hier hingeschickt worden sind, die Autos stehen dann hier auf dem Boden. Feier im Boden.
Ja, der Boden ist absolut fantastisch. Ja. Jetzt ist das Licht natürlich nicht volle Beleuchtung an, das ist natürlich viel, viel heller normalerweise und viel stärker das Licht. Aber 13 Autos stehen hier unten und die Community entscheidet, welches Auto hier drin steht. Weil so viele Kollegen, kannst du nicht mir, ich würde auch gerne mein Auto drin. Dann sag ich, Digga, entweder bist du dumm, ja, oder du hast nicht ganz zugehört. Also ich entscheide nicht, welches Auto drin ist. Also das heißt, ihr könnt abstimmen? Wir posten 3 Autos. Und fair 3 Autos, ne? Nicht, dass man einen Gott dazu macht und dann ja, 2, klar. Wo ich weiß, dass der wird das eh nicht gewinnen, sondern wirklich geile Vergleiche und dann gebe ihm. Und die stehen dann wie lange? 30 Tage mindestens? Zwischen 30 Tagen mindestens, das brauchen wir schon, also 4 Wochen und 6 Monate maximal, wenn er will. Also für uns, wir machen so ein Board entwickelt, wie wir das planen und dann kann auch jeder, kann auch nur 30 Tage. Ja, wenn es 20 Tage sind, kriegen wir auch 20 Tage hinaus. Also könnte ich mein Auto ja nächstes Jahr zum Überwintern hinstellen, wenn er gewillt. Wenn er gewillt, ja. Das würde gehen. Ja, aber mich haben auf jeden Fall schon extrem viele darauf angesprochen, die wirklich, wo ich gar nicht so gedacht hätte, dass die sich wünschen würden, dass das Auto mal so steht. Ich auch. Weil brauchen wir uns ja nichts vormachen. Unterm Strich tun ja schon alle, weil sie ihr Auto zeigen wollen. Genau. So, das als leider in der Presse gerade der Poser. Genau. Aber klar baut man ein Auto, weil man es cool findet. Natürlich wollte man da auch mit rumfahren, aber man wollte es halt schon mal zeigen. Ist halt einfach so. Unterm Strich ist es ja selbst so, dass im Fußball die Fußballvereine gegeneinander antreten, weil sie sehen wollen, welcher der bessere ist. So ist es. Und natürlich ist Tuning kein Sport. Das ist es nicht. Aber der Mensch ist vom Naturell her so, ich ziehe ja auch, wenn ich mich treffe auf mein erstes Date für meine zukünftige Frau, ziehe ich ja einen sauren Pulli an, nicht wie ich. Ne, aber ich ziehe mich ja dementsprechend an und das ist das Naturell des Menschen. Und natürlich sind wir ein einfaches Kanonenfutter für die, die uns verurteilen wollen. Guck mal hier, oh, hat da schicke Felgen drauf. Ne? Hast du das Auto neu lackiert oder was? Ne, wo ich mir denke, lass doch gut sein. Also. Und ja, es sind Leute, die sind begeistert und auch stolz drauf, dass ihr Automobil so ist. Leider haben wir das Pech, dass es halt so in Verruch oder so in diese Schiene gerutscht ist, aber hier kann man das tun und die 13 Autos stehen auch alle sehr sexy. Also man könnte viel mehr reintun, aber die 13, die dann hier stehen mit da hinten noch, das wird super geil aussehen. Glaube ich auch. Und ich glaube auch, man wird sich erschrecken, was man hier so in Autos wiederfindet. Also es wird ja nicht immer seinen eigenen Stil treffen, sondern das wird ja auch mal was komplett anderes zu sein. Und das ist mir auch ganz wichtig. Genau, und das, aber man steht dann im Zweifelsfall wirklich vor und auch selbst der Besitzer feiert halt einfach sein Auto, hat da viel Zeit, viel Geld. Sag nicht selbst der. Also das ist ja genau das, was ich ja, also egal welchen Stil ich jetzt nenne, würde ich ihn ja in eine Klasse reinrutschen lassen. Das meine ich gar nicht, sondern es geht ja im Grunde genommen darum, dass du dein Auto geil findest und was umbauen willst und stolz drauf bist. So, und dann muss ja halt leider diese Competition, um eine Regelung hier zu finden, teilnehmen. Ja. Und dann entscheiden die Leute, was das ist. Ja. Und da ist natürlich dann das Gefühl gefragt, wie wir die Leute dann Autos gegeneinander antreten lassen. Ja. Ne? Wir können hinten noch, da waren wir noch nie, das hat glaube ich noch nie einer nicht gesehen. Doch, im Video. Oder? Ja, ist ja da ja eingefahren. Da geht es noch andere rein. Genau. Dann haben wir hier noch Mitarbeiterparkplätze. Wie schätzt du die Lage vor der Tür mit Parkplätzen ein? Bitte? Wie schätzt du die Lage, wenn offen ist, vor der Tür mit Parkplätzen ein? Sehr gut. Wir haben 10.000 bis 15.000 Menschen, die den Burgerladen besuchen und da kann man auch parken. Wo ein Wille da liegt. Genau. Ja. So, ich weiß nicht, wie das hier geht. Ah. Auf jeden Fall. Hier war meine Waschbox. Nee, hier ist aber eine Waschstraße. Komm mal her. Das heißt, hier können wir noch Autos waschen. Wer hat schon in der Tiefgarage eine eigene Waschbox, ne? Richtig. Waschbox und auch noch einzelne Waschkammer, da auch. Da ist noch eine. Mhm. Und da hinten ist immer noch Lagerraum. Dann kommt da hinten noch was anderes rein, aber darüber rede ich noch nicht. Mhm. Dann gibt es noch einen Keller hier drunter. Mhm. Der ist riesengroß. Und das rechte Gebäude ist ja auch für mir. Mhm. Das andere. Genau, einen letzten Punkt müssen wir jetzt nochmal dahin zurück, wo wir, glaube ich, angefangen haben. Ja, bitte ins Licht. Dann gehen wir ins Licht. Der ISO rastet hier schon wieder aus. Geht los. Ich bin wunschlos glücklich. Nee, du hast einen Punkt noch. Nee, ja, nur der, wo wir angefangen haben mit dem Video. Ja. Was du da so vorhast. Was war das? Ist das noch nicht? Nein. Ja, hab ich ja gut, dass ich noch nichts gesagt habe. Du weißt es ja. Ja, ja, deswegen, ich dachte, okay. Nee, mach nichts, ja. Nee, da noch nicht. Ist ja entspannt. Wie bist du auf den Spruch gekommen?
mag den sehr, weil es einfach so hart die Wahrheit ist. Ja. Hat da keiner gesagt. Weil das auch so die letzten Jahre widerspiegelt und so weiter. Voll. Also das spiegelt in der ganzen Szene alles wieder. Ja. Jeder sagt ja, dass Tuning scheiße momentan ist, dass die Polizei super viel Ärger macht, dass das Gesetz sehr gegen das arbeitet. In dem Katalog, im Turbo-Kit steht auch 1000 PS bei ja. Easy und die denken, wir stellen den Krümmer und den Lader um 1000 PS. Nein. Noch zum Abschluss eine schwierige Frage. Ja. Gerade wenn du sie selber antworten musst. Wie würdest du denn? Wenn du schon so. Wie würdest du die aktuelle Tuning-Szene einschätzen, wenn du nicht die letzten 5 Jahre so intensiv Tuning betrieben hättest? Wo wären wir heute? Ich glaube, wir wären, das werden jetzt die Hardcore-Tuning-Typen total feiern, wir wären mehr unter uns, es wäre ein kleineres Publikum, aber ich glaube auch, dass die Vergrößerung des Publikums uns viel Lobby und viel gebracht hat. Mhm. Auf der Kehrseite hat es aber auch, denke ich mal, diesen Trend des Tuning nicht mehr mögens auch dazu gebracht. Mhm. Das glaube ich auch zum Teil. Ich glaube aber schon, dass da das ohne diese, ich sag jetzt mal Generation YouTube, die ganzen Videos, dies, das, jenes, ich glaube, die Szene wäre massiv kleiner. Ja. Deutlich, deutlich kleiner. So, und es wäre auch einfacher, sie zu töten. Weil das nicht mehr mit dem Auto groß durch die Gegend fahren, rumfahren, Polizeikontrollen, da kannst du ja nichts für. Brauchst nichts vormachen. So. Da kannst du rein gar nichts für. Und den Fable, das Interesse am Tuning und am Autos und das über Zeit, weil es ist jetzt ja nicht ein halbes Jahr, sondern es sind mittlerweile wie viele Jahre? Ich? Hm? Tuning? Hm? Nein, also schon in der Öffentlichkeit so intensiv. Ach so, über 10. Über 10 Jahre, das ist ja auch ganz schön Zeit mittlerweile. Weißt du, man vergisst immer selber, wie viele Jahre das schon sind. Ja, ja. So, ne? Und ich glaube, dass man in 10 Jahren mit der Menge an Aufrufen, Wiedergabezeit, in Summe, was man so gelernt hat, das muss einfach prägen. Glaube ich definitiv. Ja. Letztens hat jemand was Cooles gesagt. Der meinte dann zu mir so, ja, und in 20 Jahren würde ich sagen, ja, weißt du noch, damals mit JP, das habe ich auch mal geguckt. Und dann habe ich schon gespürt so, krass, ich glaube, dass ich was gemacht habe, was, glaube ich, schon bleibt. Bin ich voll und ganz bei dir. Kann man auch mal so ehrlich und offen sagen. So, ich finde auch, find auch nicht, dass es so wirklich klingt, weil es ist halt einfach Fakt. Ich würde es jetzt selbst nicht so sagen, aber du hast das recht. Ich würde es tatsächlich auch sagen. Ja, wie es wenn Maxi das schon sagt. Wenn Maxi das schon ja, sagt. Nein, ich bin halt auch, ich bin seit meinem ersten Video halt dabei quasi bei dir. Und wie das gewachsen ist, also das ist eine Legacy. Also wir hatten halt einen schönen Plan für das 10-Jahre-Thema. Mhm. Was alles jetzt zusammenbricht, das ganze Kartenhaus. Aber ich werde es auch verraten dann. Ne? Also jetzt nicht jetzt, weil jetzt ist doch eine Mini-Chance ist noch da, dass wir es schaffen. Ja, ja. Eine Mini-Chance. Ja, aber und meine größte Freude ist ja das Überraschen. Und ein Punkt noch, einen letzten, weil man darf ja auch nicht vergessen, 10 Jahre lang, und du schaffst es ja immer wieder, dir A, was Neues zu überlegen, jetzt nicht unternehmerisch gesehen. Das fand ich an dem Museum mit Duisburg. Nee, muss einfach nur kurz sagen, sondern auch Projekte. Mach es alleine. Projektemäßig. Weißt du hast ja schon projektemäßig immer und immer und immer wieder neue Ideen. Ja, und ganz viele, ganz, ganz viele gerade noch. Und sie sind jetzt ja auch nicht, natürlich ist hier und da mal was extrem abgespacedes bei, aber es sind halt einfach auch normale Sachen bei. Das muss man einfach so, muss man einfach mal gesagt haben. Ja, das Publikum ist einfach so groß. Ich merke das ja. Zum Beispiel das Eric 7-Thema, wie soll ich beschreiben? Es gibt so manche Themen, die finden die sehr, sehr geil. Mhm. Und davon sind die aber auch schnell wieder satt. Das Publikum ist sehr verwöhnt. Dann gucken die bei dir ein Video, dann gucken die bei Marco ein Video, dann gucken die bei irgendjemandem ein Video. Das heißt, am Anfang, wo ich angefangen habe, da gab es nur meine Videos. Ich bin ja extrem technisch interessiert und es war das erste Mal, dass ich einen Wankelmotor zerlegt gesehen habe. Jetzt neulich das Wankelvideo. So, was ich mir dann auch wirklich reingezogen habe. Ne? Guck ja auch schon immer viel, mich interessieren auch immer viele zerlegte Motoren, aber das war schon das, so. Und wenn das spannendste Video kommt demnächst und ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag baue ich meinen RX-7 Motor auseinander. Ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, keine Ahnung. Das wird für mich auch sehr spannend, weil ich habe vielleicht nur 50 Motoren auseinandergebaut in meinem Leben. Aber du weißt ja, Zahnriemen oder Kette kommt mir da entgegen. Ich habe 50 Mal den gleichen aus. Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine. Das muss ja die Nocken steuern. Aber wenn du diesen kleinen Kasten aufmachst, wird nichts von diesen Bauteilen dir entgegenkommen. Also, bei mir war es immer so, es geht ja schon damit los, ich behaupte einfach, vor diesem Video, 95% der Zuschauer hätten dir nicht einen Wankelmotor erklären, aufschreiben oder ähnliches können. Auch wenn sie den Begriff schon mal gehört haben. Ich glaube aber, dass davon 20% es einfach getan hätten, aber keiner ihn hätte korrigieren können. So, und ich hab's so mit den Leisten und so, ich hab's gefeiert alles so. Das wusste ich schon, den Leisten, weil das habe ich immer gemerkt, wenn ich in Las Vegas oder auf der Messe bin, dass diese Leisten extrem beworben worden sind. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, was willst du denn mit diesem kleinen Kohlestift? Ja. So, und dann hat der Australier mir erklärt, so, das Ding ist die Versicherung.
Nee, nee, bei mir war Wankelmotor immer unbeschriebenes Blatt. Oh, ich hätte niemals gedacht, auch, dass die so wertvoll sind, auch die ganzen Autos, RX-7 und so weiter. Nee, das ist ganz, ganz toll. Heute kam ein Video, das müsst ihr jetzt gerade, ja, das läuft jetzt gerade, wo Teil 2 von dem Wankeltipp. Nee, was anderes kam. Heute kam Mercedes, ne? Heute kam Breitbauch. Stimmt. Ist noch heile. Ja, genauso kaputt wie vorher. Ja, perfekt. Ja, ich würde sagen, hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Autos verraten. Nee, die Autos konnte man ja schon sehen, aber das ist ja gar nicht so der Punkt, sondern... alles drumherum. Ja, genau. Ich denke auch, dass das wirklich live angucken. In dem Porn konnte man ja auch schon sehen, welche Autos da sind. Ja. Nicht alle, aber zum großen Teil. Vielen, vielen Dank auch an dich. Gerne. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.